Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe interessieren. Der Jahreszeit entsprechend befasse ich mich nochmal mit dem Thema oder überhaupt mit dem Thema Barfußschuhe im Winter. Was zeichnet sie aus? Macht es Sinn? Und was unterscheidet die unterschiedlichen Modelle? Wen es also einfach interessiert, der bleibt dran. Da freue ich mich wieder auf ein Wiedersehen gleich und alle anderen beim nächsten Mal dann. Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die sich für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Wie ich schon eingehend gesagt habe, geht es diesmal um das Thema winterliche Barfußschuhe, weil das kommt ja wohl nie so richtig aus der Mode. Der Barfußschuh ist ja in allen Saisons nicht mehr aus dem Sortiment wegzudenken. Und auch wir haben mit unseren Lieferanten uns dann mal eingehend befasst. Vor allem, um vielleicht auch mal die aufkommende Frage zu erklären oder zu erläutern, was zeichnet denn den winterlichen Barfußschuh überhaupt aus? Macht das Ganze Sinn? Und was unterscheidet die Lieferanten? Also wir führen ja im Schuhwidu in Leipzig verschiedene Modelle auf Barfußausrichtung. Das heißt also, wir haben Schuhe von Girl for Kids, wir haben die B-Lifestyle, wir haben Frodo, wir haben B-Lifestyle nochmal im Laufanfängerbereich, Däumling-Modelle und natürlich die Allrounder von Philly. Nicht zu vergessen hin und wieder auch mal ein Modell von Buntgart. Das sind so also unsere Lieferanten, wo wir sagen, jawohl, damit können wir alle Weiten und Fußformen größtmöglichst abdecken. Und so ist es natürlich für die Mamis, die sich für das Thema Barfußschuhe interessieren, natürlich generell interessant. Barfußschuhe im Winter, lohnt sich das? Macht das Sinn? Generell muss ich natürlich als Fachfrau immer sagen, jawohl, weil kein Schuh ist so flexibel, so weich, so mitgehend mit dem Fuß innerhalb der Fußbewegung wie ein Barfußschuh. Wenn ich natürlich meine Prioritäten so weit hinsetze, dann möchte ich natürlich auch im Winter gewiss sein, dass mein Kind mit einigermaßen warmen Füßen durch die Saison kommt. Denn wir haben es ja dann mit ganz anderen Temperaturen zu tun als im Frühjahr und im Sommer. Hier muss ich immer wieder sagen, hier punkten unsere Lieferanten immer mit hochwertigen Materialien. Das heißt, also wir haben es immer mit einem Wollfutter zu tun. Wir haben es immer in der Übergangszeit mit einem Wollfilz zu tun. Wollmischungen, Lammfell habe ich hier noch zu bieten. Also ich sage mal, eigentlich immer das höherwertige Spektrum an Futtermaterialien wird hier verwendet. Auch dazu gibt es zum Beispiel schon mal ein Video, was wir schon mal im Vorfeld abgedreht haben und was auf unserem YouTube-Kanal zu sehen ist. Natürlich haben wir auch das Thema Barfußschuhe auch in verschiedenen Videos schon mal mit erläutert. Dazu findet ihr dann unterhalb dieses Videos nochmal die passenden Links dazu. Generell muss man immer wieder sagen, für die Laufanfänger, die haben sich nun mal halt eine blöde Zeit dafür ausgesucht, ist ein Barfußschuh immer zum Laufen lernen am besten. Weil auch wenn wir hier ein ganz süßes Stiefelchen haben, wir haben einen knautschigen Schaft, der mit dem Fuß mitgeht, mit der Fußbewegung. Also nichts Steifes, was nicht wie eine Manschette ist, was ganz toll anliegt. Ihr seht schon alleine der Laie, wir haben es hier mit einem Modell für besonders schlanke Füße zu tun, was natürlich noch mal verinnerlicht wird. Weil durch das Lammfell wird der Schuh ja innen auch noch mal ein bisschen enger und deswegen passt das auch nur an wirklich schmale Füße, Bleistiftfüßchen, sagen wir mitunter. So, nun haben wir es hier mit einem wunderbaren warm gefütterten Schuh in richtiger Lammfellqualität zu tun. Das heißt, ich habe hier ein doppellagiges Leder, einmal innen mit der Oberhaut noch mal. Und dann einfach, wie gesagt, die geschorene Seite nach außen hin, ein Glattleder. Das heißt, noch besser, noch wertiger geht es gar nicht. Der Däumli punktet hier also mit einer wunderbaren Filzsohle. Weil Filz ist ja sehr temperaturaufnahmefähig, feuchtigkeitsaufnahmefähig. Das wird dann rausgeschnitten, hoffe ich doch. So, und damit habe ich natürlich auch eine schöne Wärmehaltung von unten her. Man sieht auch, die ist schon an die 3 mm mit 3,5, 4 mm ist sie stark. Also das ist auch schon eine schöne Dichte, die da von unten her gegen die Kälte mit isoliert. Ansonsten haben wir es hier auch mit wunderbaren Variationen zu tun. Hier begeistert mich vor allen Dingen, sage ich mal, der QL oder Girl.
wie sie zu sagen pflegen, weil hier ist zum Beispiel das Wollfutter in der Mitte zusammengefasst und ersetzt sozusagen die textile Brandsohle. Also ich habe praktisch wie einen zweigeteilten Socken, der hier unten richtig schön zusammengeführt ist und ich habe damit wohlige Wärme nochmal hier auf dieser Barfußsohle drauf und dazu kommt dann nochmal eine mehrschichtige Sohle, die auch nochmal oben mit Wolle abgefüttert ist. Also hier auch nochmal ein Trägermaterial, hier ist es ein Baumwollgewebe und dazwischen nochmal eine isolierende Schicht. Und das sorgt jetzt hier praktisch im Curl für schöne, warme Füße und natürlich auch für eine gute Bewegung des Schuhs, weil es sind keine steifen Materialien, die wir hier haben. Ja? B-Lifestyle, zum Beispiel unser Anbieter für die schönen breiten Füße neben QL, also wer einen schönen breiten und hohen Spann hat, kommt mit B-Lifestyle besonders gut zurecht. Auch hier wieder punktet der Lieferant mit einer Wollsohle. Nun fragen immer viele, woran man das erkennt. Ganz einfach, die Wollsohle hat immer einen leicht gräulich-bräulich-gelblichen Effekt. Sie glänzt niemals vom Material her, weil das bringt dann meistens immer ein synthetischer Faden oder ein synthetischer Anteil bringt das mit dazu, dass also so ein Material glänzend würde. Ich habe hier also ein stumpfes, kurzgeschorenes Material, was also auch wieder viel Feuchtigkeit mit aufnimmt und natürlich auch schön trocknet. Nun braucht aber die Wolle leider ein bisschen länger zum Abtrocknen. Deswegen auch immer unsere Empfehlung, sobald wir es mit einer Wollsohle zu tun haben, diese bitte immer nach dem Ausziehen herausnehmen oder anlehnen, dass sie zumindest hier aus dem Schuh mit herausguckt und vor allen Dingen somit ordentlich abtrocknen kann. Der B-Lifestyle verwendet hier zum Beispiel einen leichten Kunststoff als Trägermaterial, damit es trotzdem flexibel bleibt, aber doch eine gewisse Isolierung mit erhalten bleibt. Also dieses ist kein natürliches Material. Ich hätte gesagt, das ist jetzt so von der Struktur her sowas wie ein Moosgummi. Ja? Also etwas, was trotzdem flexibel bleibt und mit dem Fuß mitgeht. Am schönsten von der Isolierung, sage ich immer wieder, sind die Buntgard, die Übergangsmodelle mit dem schönen Wollfilz innen drinne. Also auch hier, man sieht es schon, eine wunderbar leichte Ausführung mit einer absoluten Nullsohle, mit einem schönen breiten Zehenbereich und vor allem mit einer gewissen Höhe, wo man auch weiß, da können die Zehen noch arbeiten, greifen und krallen, je nach Altersstufe, wie das auch die Kinder ja unterschiedlich noch machen. Was hier zum Beispiel auch wieder begeistert, ist diese schöne ausgearbeitete Zehenbereich. Und auch hier wieder haben wir es mit einem Wollfilz zu tun, was nochmal mit einer Zwischenschicht isoliert wird. Und hier macht der Lieferant zum Beispiel eine Alubeschichtung drunter, was natürlich allerdings auch bedeutet, dass das dann irgendwie mal als Sondermüll entsorgt werden müsste. Ja, weil es ist halt, man sagt ja immer dem Aluminium, der Aluminiumbeschichtung eine gute Kälteisolierung nach. Nachteilig finde ich es bloß, wenn also zwei Fremdmaterialien verbunden werden mit einer wirklich dünnen Filzschicht, ob das dann in puncto Abtrocknen oder Feuchtigkeitsaufnahme wirklich so funktioniert. Aber das würde sich dann leider immer erst im Gebrauch zeigen. Auch hier wieder meine Empfehlung, Sohlen immer mit anheben, rausnehmen, damit sie ordentlich abtrocknen können. So, zu guter Letzt muss ich auch hier wieder sagen, auch der Fili, unser Klassiker und unser langjähriger Begleiter in Sachen Barfußschuhe, mit dem hat ja praktisch alles angefangen bei uns, punktet praktisch auch hier wieder mit seiner absoluten, der saisonneutralen Sohle. Und wie man auch schon sieht, haben auch die Barfußschuhe nicht allzu viel Profil. Es ist natürlich auch gewollt, ganz einfach, ein gewisses Profil bedeutet ja immer, ich habe einen guten Grip, ich habe einen guten Stand. Aber es soll natürlich nicht so sein, dass dieses Profil jetzt sozusagen die Flexibilität einengt oder beeinträchtigt. Das wollen wir nicht. Deswegen ist auch hier wieder eine schöne, griffige Sohle mit einem leichten Profil. Und ich muss auch sagen, mit der kann man auch auf der Straße laufen. Nur eben halt bei Eis, dann geht alles ab wie Apollo. Der Fili punktet auch hier mit einer schönen dicken Wollsohle oder wollabgefütterten Sohle. Beschichtung würde ich es jetzt nicht mal unbedingt sagen, denn es ist ein schöner, dicker, gewebter Wollstoff, flauschig, muss ich auch wirklich sagen, und hat bestimmt eine Höhe von 4
4,5 mm. Also wirklich auch etwas, wo man jetzt reintritt wie auf Wolken. Als Trägermaterial dient auch hier eine leichte Kunststoffbeschichtung. Das ist einfach wieder, damit man hier etwas nimmt, was besonders flexibel ist und was sich eben halt nicht verzieht, wenn also die Laufbewegung mit dazu kommt. Na? Also wir wollen ja hier Sohlen haben, die mit dem Fuß mitgehen und die sich da nicht innerhalb des Schuhs verziehen. Nachdem wir das alles so schön gezeigt haben, muss ich natürlich auch immer wieder, und das gebe ich auch mal meinen Eltern hier im Geschäft mit auf den Weg, ein Kinderfuß bleibt nur warm, solange er bewegt wird. Sitzt das Kind jetzt 20 Minuten im Wagen oder länger und hat man nicht den schützenden Fußsack um sich herum, wird im Tragetuch getragen und es ist schon ein bisschen größer, wo die Beine vielleicht unter der Jacke der Mama herausschauen. Dann ist es also so, dass es dann natürlich auch zu Kältefühlungen gibt. Dann hat mein Kind nicht Erfrierungen zweiten, dritten Grades, aber ein warmer Schuh alleine sorgt noch nicht für Wärme. Das heißt, Sie können vielleicht länger die Wärme aus der warmen Wohnung mit nach draußen ziehen, aber ein Schuh alleine hält den Fuß noch nicht warm, wenn sich das Kind nicht bewegt. Das heißt, und das ist auch immer mein guter Rat an meine Eltern, lasst die Kinder zwischendurch immer mal mitlaufen. Bin ich 2 Stunden lang im Park, mein Kind sitzt nur im Wagen oder läuft halt nur ein paar Schritte, dann kann ich nicht erwarten, dass das Kind mit sprühend warmen Füßen praktisch aus dem Kinderwagen dann steigt. Also Bewegung ist immer noch mit das Beste und da macht es auch Sinn, wenn man sich dann auch wirklich auf Barfußschuhe verlässt, weil egal ob Laufanfänger oder die älteren Generationen, muss ich ganz ehrlich sagen, laufen mit Barfußschuhen eindeutig super. Ich denke mal, da konnten wir wieder einige Punkte abklären. Ich freue mich, wenn ich euch helfen konnte. Und ich würde mich dann sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten interessanten Thema. Bis dahin.